Ein Gleichgewicht zwischen Ida und Pingala zu schaffen, ist sehr wichtig, um ein ausgeglichenes Leben zu führen. 40 Minuten am Stück, viermal am Tag, findet ein gewisser Übergang statt. Diese werden als Dämmerungszonen oder Sandhyas bezeichnet, weil sich zu dieser Zeit das Gleichgewicht zwischen Ida und Pingala rapide verschiebt. In der yogischen Sichtweise auf die Dinge, da gibt es keine solche Sache wie Körper und Geist. Es gibt den physischen Körper, den mentalen Körper, den Energiekörper. Der Energiekörper besteht aus 72.000 Nadis. Wenn wir von einem Nadi sprechen, bedeutet das einen Kanal oder Pfad. Nadi bedeutet nicht ein Nerv. Wenn man diesen Körper aufschneidet, wird man die Nadis nicht sehen. Physisch gibt es so etwas nicht. Aber erfahrungsgemäß, wenn man die Beschaffenheit der Bewegung der Energie im System beobachtet, wird man sehen, dass sie sich immer auf festgelegten Bahnen bewegt, niemals zufällig. Also es gibt 72.000 Wege, auf denen sie sich bewegt. 36 rechts, 36 links. 36.000 auf jeder Seite. Das rechte wird Pingala genannt, das linke als Ida bezeichnet. Sie werden auch als Sonne und Mond bezeichnet. Diese beiden, Ida und Pingala, oder die Sonne und der Mond, das rechte und das linke, auf der Ebene deines Geistes stehen also für das Logische und Intuitive. Wenn ich intuitiv sage, dann ist Intuition keine andere Dimension der Wahrnehmung, sondern nur eine andere Dimension der Datenverarbeitung. Wenn man die gleiche Menge an Informationen in sich trägt, kann es, wenn man logisch vorgeht, 10 Schritte geben, um zu einem Ort zu gelangen. Intuition heißt, dass man nicht diese 10 Schritte nimmt, sondern einfach zum 10. Schritt springt. Aber heutzutage, zu 100%, zertrampeln moderne Bildungssysteme die intuitive Dimension. Nur das Logische wird entwickelt. Alles, was intuitiv ist, wird als Hokuspokus abgetan. Durch alles muss man sich durchdenken. Für das, was eure Großmütter einfach so wussten, muss heute eine Milliarde Dollar für Forschung ausgegeben werden, um dasselbe herauszufinden. Wenn man alles durchdenken muss und alles mehrere Schritte zu haben scheint, wird das Leben plötzlich stressig. Wenn jemand über einen bestimmten Punkt hinaus erfolgreich sein will, gibt es einige Dinge, bei denen man in der Lage sein sollte, die Stufen zu überspringen und dorthin zu gelangen. Immer noch die gleichen Informationen, immer noch derselbe Inhalt. Es ist nur so, dass man nicht jedes Mal so viele Schritte durchlaufen muss. Das macht das Leben sehr stressig, denn es ist, als ob man sein Auto auf 2 Rädern fährt. Die anderen beiden Räder sind unbenutzt und sicher. Ich weiß nicht, wann sie benutzt werden sollen. Aber die beiden Räder, die man benutzt, werden enorm viel Belastung spüren. Im yogischen System ist also die Bedeutung der Intuition ebenso wichtig wie die der Logik. Ein Gleichgewicht zwischen Ida und Pingala zu schaffen, ist also ein sehr wichtiger Teil eines ausgewogenen Lebens. In der Lage zu sein, sich mit Leichtigkeit durch komplexe Situationen zu navigieren, ist nur dann gegeben, wenn die intuitive Dimension eures Geistes ausreichend entwickelt und ausgebildet ist. Ansonsten werden euch kleine Dinge verrückt machen, denn für alles gibt es mehrere Schritte. Hier werden wir ein paar Dinge tun, um ein Gleichgewicht zwischen Ida und Pingala herzustellen. Um euch ein erfahrbares Verständnis davon zu geben, wenn ihr euren Zeigefinger nehmt, ihn unter eure Nasenlöcher legt und sanft ausatmet,
Find out in which nostril the breath is dominant right now. Findet heraus, in welchem Nasenloch der Atem gerade vorherrschend ist. How many of you right? Wie viele von euch rechts? Left. Links. Okay, es ist entweder rechts oder links. Nur zwei Rohre, wisst ihr. Wenn da 25 gewesen wären, wie kompliziert es gewesen wäre. Wenn ihr euch den ganzen Tag über beobachtet, hättet ihr bemerkt, dass sich die Dominanz des Atems ungefähr zwischen 40 und 48 Minuten von rechts nach links und von links nach rechts verlagert. Habt ihr das schon mal bemerkt? Habt ihr? Warum das passiert, liegt innerhalb des Systems die Dominanz der Energie oder das Prana, der vitalen Kraft im System, verlagert sich alle 40 Minuten von Pingala zu Ida und von Ida zu Pingala. Wenn sich die Energie verlagert, wird der Atemzug innerhalb der nächsten 8 Minuten wechseln. Wenn ihr in einem Zustand perfekter Gesundheit und Wohlbefinden seid, wird er sich innerhalb von wenigen Momenten verlagern. Oder man kann sagen, augenblicklich. Dieser Wechsel geschieht alle 40 Minuten. Aber zu bestimmten Tageszeiten, die als Sandhyakalas bezeichnet werden, das bedeutet in den Dämmerungszonen, 20 Minuten vor Sonnenaufgang, 20 Minuten nach Sonnenaufgang. Oh, das ist okay, Sadhguru, sag mir, ob es andere Zeiten gibt. 20 Minuten Vormittag, 20 Minuten Nachmittag. 20 Minuten vor Sonnenuntergang, 20 Minuten nach Sonnenuntergang. 20 Minuten vor Mitternacht und 20 Minuten nach Mitternacht. 40 Minuten auf einmal, viermal im Laufe des Tages, passiert ein bestimmter Übergang. Diese werden als Dämmerungszonen oder Sandhyas bezeichnet, weil sich zu dieser Zeit das Gleichgewicht zwischen Ida und Pingala sehr schnell verschiebt. Weil es sich in euch so schnell verschiebt, ist es sehr einfach, es zu diesen Zeiten in ein Gleichgewicht zu bringen. Bis zu einem gewissen Grad bedeutet fast überall auf der Welt, jeder spirituelle Prozess oder jede Übung morgen, Abend. Sandhya wurde gleichbedeutend mit spiritueller Übung. Die Zeit wurde gleichbedeutend mit vielen Übungen. Die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Ida und Pingala ist also wichtig für eine ausgeglichene Entwicklung eines Menschen. Man fühlt sich wirklich wohl nur dann, wenn man sich in irgendeiner Weise im Gleichgewicht befindet. Wenn es irgendeine Art von Ungleichgewicht gibt, fühlt man sich unwohl, nicht wahr? Ja. Wenn ihr irgendeine Art von Unausgeglichenheit spürt, entsteht Unwohlsein. Erst wenn ihr ein gewisses Gleichgewicht erreicht habt, fühlt ihr euch wirklich wohl. Wohlbefinden wird also nie wirklich davon bestimmt, worauf man sitzt oder wo man sich befindet. Wohlbefinden wird davon bestimmt, wie ausgeglichen ihr in euch selbst seid. Dieses grundlegende Wohlbefinden, das jeder Mensch haben muss, ist leider zu vielen Menschen verwehrt worden. Einfach nur mit absolutem Wohlsein an einem Ort zu sitzen, ist bei den meisten Menschen im Moment nicht vorhanden, nicht wahr? Einfach nur in Wohlsein zu sitzen, in absolutem Wohlsein, ist nicht vorhanden. Wenn es also kein Wohlsein gibt, ist es Unwohlsein. Egal, ob es klinisch diagnostiziert ist oder nicht, es ist eine Krankheit. Wenn diese Unruhe über einen längeren Zeitraum anhält, manifestiert sie sich im Körper als eine Fehlfunktion, die als eine Art Krankheit bezeichnet wird. Sie bringen unglaubliche Namen für jede Art von Problem heraus. Der Hauptgrund dafür, warum das System seine Lebensspanne nicht durchhält, es ist so konzipiert, dass es die Spanne schafft, aber es hält sie nicht durch, weil wir es auf verschiedenen Ebenen des Ungleichgewichts halten. Ihr fahrt euer Auto die ganze Zeit nur auf zwei Rädern. Ihr wisst, es wird etwas kaputt gehen.
In ähnlicher Weise wird also das gesamte System nicht richtig behandelt. Es gibt nicht genug Gleichgewicht im System. Nur wenn ihr im Gleichgewicht seid, gibt es Wohlbefinden. Ansonsten gibt es kein Wohlbefinden. Man wird kein Wohlbefinden kennen, wenn man nicht ein gewisses Gefühl für Gleichgewicht in sich selbst kennt. Nur wenn ihr im Gleichgewicht seid, könnt ihr still sein. Und der Mensch ist krank. Menschliche Wesen sind krank nur, weil sie nicht wissen, wie man still ist. Stille wird nicht eintreten, außer es gibt ein angemessenes Gleichgewicht. Nur wenn ihr völlig ausgeglichen seid, könnt ihr in euch selbst still sein. Ansonsten wird das nicht geschehen.